Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen, Jodel am Start. Und willkommen zur sechsten Folge der Borat-Reihe. Und wie man schon unschwer erkennen kann, beziehungsweise hören kann, mit einem neuen Mikrofon. Ja, ich habe ein bisschen geupgradet. Zu einem Elgato Wave 3. Das heißt, es gibt jetzt bessere Tonqualität. Das Mic davor war nämlich Hardcore für den Arsch, weil es immer rausgeflogen ist und ja, sehr viele Probleme gemacht hat. Deswegen jetzt wunderschönes neues Mikrofon, worüber ich sehr froh bin. Ist noch ein bisschen, braucht noch ein bisschen Feineinstellungen, aber ja, im Großen und Ganzen passt das. So, ich packe nur eben eine Direktive hier rein. Ich glaube, ich habe das in den letzten Folgen gar nicht gemacht. Wenn ihr den Panzer auf 3 Mark fahren wollt, ich erwähne es mal, weil ich glaube, ich habe es in den Videos davor bzw. in den Folgen davor nicht gemacht. Ich würde euch empfehlen, zumindest wenn ihr wirklich Tryhard fahren wollt und auf dritte Gamma-Kurs seid, nehmt die Tarnungsdirektive noch mit. Es gibt einfach nochmal, ich glaube, 2% mehr. Wir haben jetzt 83, Moment, wir haben jetzt, ja, im Stand gibt es nochmal 1,8% mehr Tarnwert und während der Fahrt nochmal 2% mehr, was schon sehr angenehm ist. Ich packe es mal mit rein. Weil, wie gesagt, ich werde in den Folgen ja den Panzer so fahren, wie ich ihn auch für die dritte Gunmark ausrüsten würde. Es sei denn, ich habe. Hier würde ich jetzt auch eine Lüftungsdirektive reinpacken. Ich will aber meine eigenen Direktiven nicht noch mehr verschwenden. Die Tarnungsdirektive können wir aber nehmen, weil die ja nicht begrenzt sind und die keine Anleihen kosten, sondern nur 20.000 Credits. Nur in Anführungszeichen. Immer noch ziemlich kostspielig, aber ja, gönnt man sich. So, wir sind direkt mal auf der neuen Karte Austernbruch. Da bin ich noch ein bisschen lost. Wir sind aber Top-Tier. Das ist schon mal nice. Wir haben 2 Artis. Es gibt 2 Lights, die sind beide Low-Tier. Das heißt, wir können eigentlich CVS mitnehmen. Die können wir nämlich beide outspotten dann. Ich will auf der Map sowieso erstmal ein bisschen mehr passiv spielen, weil, wie gesagt, ich bin noch ziemlich lost auf der Karte. Ich habe so ein, zwei Posis, wo man halt als Light mal anfangen kann, aber das sind halt auch so die Standardbücher. Ich habe fürs Opening immer noch so nicht so wirklich einen Plan auf der Karte, wie man das am besten alles spielt. Aber mal gucken, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So, ich werde jetzt in die Mitte mal in den Busch fahren. Mit CVS und Bond-Optik sollten wir da eigentlich alles outspotten können. Also die TDs, die hinterm Busch stehen, die wir wahrscheinlich nicht. Aber wenn sie schießen, sollten sie eigentlich aufgehen. Genauso wie der A43, der da ist. Und wir haben so krassen Tarnwert. Also wie gesagt, mit CVS, wir outspotten hier so ziemlich alles. Die Sechser haben da gar keine Schnitte. Das ist halt schon hart unfair. Wir sind quasi, es gibt eigentlich kein Achterleit. Wir sind quasi der Achterleit mit CVS, der hier einfach alles outspotten kann. Das ist schon eine faire Nummer auf jeden Fall. Hinten ist noch eine Jackson. Können das immer mal anpingen, vielleicht kann er wieder drauf schießen, ich glaube zwar nicht, aber die 2 Larrys hier vor uns, die können wir einfach outspotten, das ist kein Problem. Drauf schießen will ich jetzt aber nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich doppelt pushen könnte. Der Centurion wird mich wahrscheinlich aufmachen, wenn ich hier schießen werde. Deswegen zügeln wir uns noch etwas. Wir haben noch einen BZ gespottet. Der jallert da nach vorne. Mit seinem Booster. Den können wir dann vielleicht sogar in den Arsch fahren. Okay, nevermind, das machen wir nicht. Da ist noch ein Premium-BZ. Von der Idee lassen wir mal ganz schnell wieder ab. Dass wir da irgendwie daran pushen. Sonst wäre ich dem einen BZ einfach in den Arsch gefahren. Ich werde mal mit zur Medium-Line fahren. Ich denke, wir haben jetzt genug gespottet. Wir müssen jetzt langsam mal unsere Kanone ins Spiel bringen, wir sind Top-Tier. Ein bisschen was machen, nicht schon die ganze Zeit drum rumstehen. Jetzt werden wir unseren Counterpart da im Centurion erstmal rausnehmen, den Achter da. Und vielleicht die Medium-Flanke gewinnen, weil die Heavy-Flanke werden wir wahrscheinlich verlieren. Dass wir zumindest den Norden haben. Wir sind noch leicht HP im Vorteil. Pushen jetzt einfach den Centurion. Sollte eigentlich kein Problem sein. Könnte auch safe stehen hinterm Stein. Feuer erlaubt es erteilt. Tür gegen
Tschüss. Easy. Das ist halt die Stärke von diesem Panzer, ne? Dieser schnelle Ambush. Beziehungsweise Ambush. Oder wie heißt es auf Deutsch? Schnelles Flankiermanöver, sage ich jetzt einfach mal. So ein Fast Strike. Kurz da, zack, ein, zwei Schüsse gemacht. 720 Damage. Und man verpisst sich wieder. Das ist halt, kann halt der Panzer so gut wie kein anderer. In so kurzer Zeit so fetten Damage reinzudrücken. So. Der VK hat noch 316 HP. Falls ihr euch fragt, woher ich die HP-Anzeigen habe, hinter dem Namen. Das ist ein Mod von ProMod. Wie genau die Bezeichnung da jetzt heißt, weiß ich jetzt nicht, aber ist auf jeden Fall bei ProMod mit drin. Ne? Irgendwie HP-Anzeige oder so, irgendwie so heißt das. So, erstmal die zwei Leute killen. Benzintank reparieren, ganz wichtig, wir wollen ja nicht abfackeln. Wäre cool, wenn mir jetzt mal jemand helfen könnte, dankeschön. Die 78 auch sau langsam mit Turmdrehgeschwindigkeit, ne, das ist gar kein Problem, den hier zu outplayen. Der Arme. Er hat gar keine Chance. Gut, da haben wir schon mal den Norden gewonnen, das war wichtig. Und die Heavy-Reihe haben wir sogar gewonnen. Erstaunlicherweise, hätte ich nicht gedacht. Da ist noch ein Type 64 unspotted. Die jodeln da jetzt einfach noch rein, damit wir noch ein bisschen was abkriegen. Gönnen uns noch die zwei Artis, wenn möglich. Und da war das tatsächlich eine ganz okay Runde für die Map. So. Geht direkt nochmal ein Reload. Ich denke, dass der Type entweder mit hinten steht oder... Okay, da ist die Arti. Das glaube ich, die können wir vielleicht sogar wegrammen. Oder auch nicht. Britannia Panther können wir vielleicht da noch schießen. Und oder ihn spotten. Keine Ahnung, wo der Type ist. Der auch hier noch mit rumgammelt, der wird noch nicht gespottet. Es ist und bleibt ein Rätsel. Kann das sein, dass er noch mitten im Feld, mitten auf dem Feld irgendwo rumsteht? In irgendeinem Busch und das hat keiner gesehen. Kann durchaus sein. Oder er steht irgendwo hinten noch mit. Ich glaube, von dem Panther kriegen wir nichts mehr ab. Er drownt sich, das ist belastend. Er drownt sich, die Feigesau. Ja, okay, ich denke, ich werde meinen Cap fahren. Vielleicht spotten wir noch irgendwie den Type. Ich denke schon, dass er da irgendwo auf dem Feld steht. Entweder fährt er gerade zu unseren Artis, zu uns in der Base, oder... Ja, die cappen sowieso, dann suche ich den Type noch auf dem Feld, vielleicht finde ich ihn noch. Ich werde mir die für vorne noch die Büsche abklappern. Es ist natürlich doof, dass wir so ein... Jetzt ist es natürlich eher kontraproduktiv, dass wir so einen kranken Tarnwert haben. Im Zweifel gehen wir halt gar nicht auf, wenn die Feister uns sehen sollte. Ist natürlich ein bisschen schwer, das Ganze hier einzugrenzen, wo der Tank stehen könnte. Wenn er uns nicht spottet. Aber hier scheint er nicht zu sein. Ja, keine Ahnung. Er kann nicht... Ah, da hinten ist er. Okay. Gut, okay. Haben wir gewonnen. Wir haben jetzt knapp 2-7 kombiniert. War eine okay Runde für Top-Tier-Verhältnisse. 5 Kills. Ich denke, das meiste rausgeholt. Wir hätten vielleicht noch ein bisschen am Anfang eher losfahren können. Vielleicht ein bisschen zu viel Zeit verschwendet mit Passivspotten, aber... Ah, ich denke... So viel haben wir da jetzt nicht liegen lassen. Ich denke, das war schon auf jeden Fall ein guter Move, da jetzt in die Top-Line zu pushen. War eine gute Runde. Sehen wir uns in der nächsten. So, Fischerbucht. Von der guten Seite. Gibt zwei Lights. Ich werde mal kein CVS mitnehmen. Einfach weil es
brauchen wir einfach nicht. Ja, mit Bond-Lüftung und Bond-Optik so viel Sichtweite, dass wir die sogar ohne CVS eigentlich, wenn wir die Einzellinie pushen, eigentlich ohne Probleme ausbauen sollten. Gibt auch nur zwei TDs, also JVT und Kanonjagdpanzer, sind jetzt auch keine Angstgegner. Die restlichen Medium sollten wir eigentlich auch easy outspotten. Progetto E4, wir haben jetzt auch nicht den besten Tarnwert. Borat könnte ein bisschen assi werden. Der Udes, weil der Udes hat auch ein bisschen Tarnwert. Aber sonst geht's eigentlich. Das heißt, ich würde schon ganz gerne vorfahren. Aber nicht, wenn der Progetto da reinjallert, was wahrscheinlich der Fall sein wird. Oder? Ich kann es nicht einschätzen, er hat da jallert rein. Aber ist eine gute Entscheidung. Trackshot. Recheck. Sehr gut. Kann ihn vielleicht löschen, das wäre echt nice. Wir haben ihn gedoppelt-tracked. Ich bin jetzt nicht im Proxy-Spot. Nice one. Bisschen Track-Damage. Nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wichtig. Das war sehr geil, dass wir den doppelt checken konnten. Das war richtig nice. Der T92 nervt es ein bisschen, er tut uns aber den Gefallen und fährt weg. Gönjamin. Weiß nicht, was der E90 davor hat. Nice. Ah, er fährt einen Feuerlöscher. Belastend. Egal, wir können ihn dann mit dem nächsten Clip rausnehmen. Ich will nochmal kurz aus dem Proxy rausfahren, damit er uns nicht kommen sieht. Ich werde ihn dann einfach pushen, da jetzt auch kein TD auf mich geschossen hat oder sonst irgendwas. Stehen die entweder sehr low oder können die schießen. Jetzt ist er sowieso One-Shot, deswegen, ja, okay. Wir müssen nicht mal irgendwas riskieren. Okay, da hinten steht aber auf jeden Fall noch irgendwas. Gucken wir mal, was wir gleich so spotten können. Wenn wir kurz hier im Proxy-Spot den Busch spotten. Der E90 vielleicht noch steht, sieht ja nicht danach aus. Okay, immer noch nichts gespottet. Müsste was am Haus stehen. Kurz warten, bis wir zugehen. Oder der E90 hat mich gespottet, kann auch sein. Okay, nichts auf. Ja, der E90 steht da noch irgendwo. Der hat mich gerade gesehen. Da ist noch ein Borat in der Mitte. Jetzt mal gucken. Ich bleib mal einen Blindshot reinhauen. Er ist durchgeflogen. Nicht aufgegangen. Ich glaube nicht, dass hier zumindest nicht so viel steht. Also da im Haus stand jetzt gar keiner. Bin noch nicht aufgegangen, also kann sein, dass ganz hinten am Bunker einer vielleicht steht. Der E90 wird hier rechts irgendwo im Busch stehen. Ich kümmere den Borask irgendwie hinten. Ja, da muss noch ein Stück vorfahren. Jetzt ist er leider zugegangen. Das ist ein Kanonenjagdpanzer. Sherit hier. Kann man unspotted schießen. Immer schön den Busch dazwischen halten. Er sieht uns nicht. Sherit hier kann uns auch nicht spotten. Jetzt hat er uns maybe gesehen. Muss nicht. Ja, und wir haben so kranken Tarnwert, der Kanonenjagdpanzer sieht uns gar nicht. Wieder schon reingehauen. Sherit hier drücken wir noch einen Schuss rein. Tschüss. Haben wir das hier auch geklärt. So, jetzt jammen wir uns safe vor den Mediums in der Mitte. Ein bisschen hin und her regeln wegen der Arti. Sollten jetzt langsam wieder zu sein.
Eve Knight, die nervt halt noch ein bisschen. Der kann sich ja die ganze Zeit spotten. Der steht ja noch irgendwo auf dem Feld im Busch drin. Soll mir jetzt aber erstmal egal sein. Outspotten werde ich ihn auf jeden Fall nicht. So viel ist klar. Wir können da die Mediums in der Mitte abfahren. Oder abprallen. Geht natürlich auch. Boah, das ist tot, wichtig. So, der Eve 90 sollte vielleicht gleich aufgehen, wenn der WZ hier reinjodelt. Da ist er. Wäre wichtig, wenn der stirbt. Nice one. Können wir hier weiterfahren. Ich den Tiger noch löschen. Okay, Tiger wurde gelöscht. Gut, das ist ihm jetzt auch eigentlich egal. Der wird sowieso sterben. Wir werden jetzt Richtung Heavies durchkrachen und schon mal... Na, Moment, wenn wir drauf schießen können, werde ich natürlich das Geschenk mitnehmen. Na, schön durchzielen. Und nicht treffen, perfekt. Das ist halt Buras-Kanone. Egal, 12 Sekunden haben wir noch Reload. Ich denke, die Arti kriegt man schon noch ab, wenn sie sich jetzt nicht versenkt. Die Klickerratte. Na, ich denke nicht. Na, schade. Ich gehe direkt nochmal in Reload. Wir haben so kurze Nachladezeit vom Clip. Können wir nochmal nachladen, bis wir da vorne sind, sind wir wieder nachgeladen. Können wir nochmal beim Emil und beim VK reinfetten. Nice one. Kicken wir den Emil nochmal ab. Ah, sogar gerade eine Mission erfüllt, nice. Einfach nebenbei noch so eine... Oh, das war sogar eine richtig eklige Crit-Mission. Ja, sehr schön. Ungewollt nehme ich natürlich mit. Immer schön, wenn man sowas, so eine eklige Mission dann immer so nebenbei noch mitmacht. Okay, von VK kriegt man nichts mehr, aber es war eine schöne Runde. 3200 Schaden, 1700 Spot. Sind wir bei knapp 5k combined. 4 Kills haben wir gemacht, sehr schön. Das war eine schöne Runde. Ne, schön am Anfang erstmal abgewartet. Den Progetto, der war lecker, der Trackshot. Der hat sich schön weggewastet. Schön abgewartet, bis da alles ein bisschen sich gelegt hat, alles gestorben ist, dann vorgepusht, die TDs rausgenommen, Map Control und dann ist das Gegnerteam eigentlich in sich zusammengefallen. Schöne Runde. Würde ich sagen, ab in die letzte Runde. So, wir sind auf der letzten Karte. Wir sind auf Gletscher. Wir sind mit hier. Wir haben ein paar 9er, ein paar 7er. Es gibt zwei Lights. Ein 7er Light und ein Top Tier Light. Deswegen, wir nehmen normales Damage Setup. Also ohne Light, also ohne Light Setup. Ich verzichte jetzt mal auf das CVS. Ich glaube, ich werde sogar mal vorne in die Mitte fahren. Mache ich sonst eher selten, aber mit hier. Ich will mich erstmal zentral positionieren. Vielleicht jodelt irgendwer den Hügel hoch. Da können wir da schon mal einen Clip reinhauen. Man kann von hier natürlich auch in die Line da reinschießen, zumal da jetzt sowieso keiner hinfährt. Will ich da sowieso nicht außen auf die Medium Line fahren. Oder auf die vermeintliche Medium Line. Ja, der Skoda. Der ging nicht durch. Hab ich jetzt einfach noch auf. Auch Verdacht hinterher gesetzt, aber hat leider nicht getroffen. Es hat ziemlich viele Heavys. Es fährt auch ziemlich viel in die Heavy-Line. Im Süden ist gar keiner. Deswegen würde ich sagen, fahren wir einfach mit den Heavys mit. Gucken, dass wir da irgendwie was machen können. Die gegnerischen Heavys sind noch sehr zentral und ein Skoda ist an der Base. Also ich denke, wir sollten die Heavy-Line noch ohne Probleme gewinnen. Wenn unser Team sich nicht komplett dämlich anstellt. Aber bei der Übermacht, die wir hier haben, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja, jetzt unten in den Süden zu fahren, würde halt keinen Sinn machen. Da sind wir halt komplett alleine, uns kann da auch keiner helfen. Wenn wir da irgendwie spotten oder groß Damage machen, macht es halt keinen Sinn. Einfach keinen Support haben. Lieber bei den Heavys mit Ballen. Bisschen sneaky peeky, assi um die Ecke pieken, wenn die Gegner geschossen haben. Warte noch so ein bisschen, bis der CC geschossen hat, jetzt. Zwei Schüsse machen, zurückziehen.
Das kann der Borat auch gut, ne? In der Heavy-Ecke warten, bis der Gegner geschossen hat, um die Ecke, zack, zack, 720 reindrücken und sich wieder verpissen. Das ist halt generell mit jedem Autoloader kann man das machen. Aber mit dem Borat funktioniert es halt echt gut, weil du halt innerhalb von 2 Sekunden mal eben 720 Damage machst. Das ist halt echt nice. Ah. One for one getradet. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich vielleicht keinen Schuss mehr fange. Das ist jetzt ganz schlecht, dass der BZ da oben ist. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Der Leo muss da zumindest mal fressen. Nice one. Einer weniger da oben. Sehr cool, wenn der IS mich jetzt nicht rausschieben würde. Ich weiß, ja, tschüss, aber ich will jetzt hier auch nicht in die Gegner rein. Es wäre halt cool, wenn unser Team mal pushen würde, ne? Das ist halt echt ein Problem gerade. Wäre schön, wenn er ein bisschen weniger rumeiern würde. Ich glaube, der Kollege ist gerade im Pilot. Ne, ist er doch nicht. Ah, scheiße. Ja, jetzt hab ich... Ja, scheiße, ich hab gerade mein... Ich hab S und W gerade verwechselt. Das war jetzt misplayed bei mir. Da hätten wir nicht sterben müssen. Ich habe gerade gedacht so... Nice, der Skoda ist tot. Ich habe eigentlich gerade gedacht, so wie der CC gefahren ist, dass der im Reload ist. Aber war er nicht, er hat nur einen Schuss drin gehabt. Ah, da hab ich... Ich hab S und W gerade verwechselt. Ich wollte eigentlich vorwärts fahren, bin zurückgefahren. Das war belastend. Da hätten wir nicht sterben müssen. Den Schuss vom Skoda hätte ich mir nicht fangen müssen. Das war schlecht. Ich habe gerade S und B verwechselt, weil ich halt rückwärts stand und nicht vorwärts. Da habe ich S gedrückt und bin nochmal ein Stück in die Gegner reingefahren. Das war natürlich komplett misplayed. Aber gut, die Runde war eigentlich nicht schlecht. Wir hätten, da wäre noch sehr viel mehr drin gewesen. Wir hatten 2600 Schaden. Der BZ oben war zwar ein Problem, aber den hätten wir schon noch... Ja, den hätte man noch gut ausweichen können. Ich meine, wir hatten die übelste Übermacht in der Heavy-Ecke. Das ist belastend. Die Runde war jetzt nicht komplett Dogshit, aber ah, da wäre noch mehr drin gewesen. Das war echt... Das war jetzt belastend. Das war jetzt ein Fahrfehler von mir. Nehme ich auf meine Kappe. Egal, wir sehen uns dann bei den Postgame-Sets. Ich warte jetzt noch, bis die Runde zu Ende ist und dann bis gleich. So, da sind wir bei den Postgame-Sets. Wir haben das Game jetzt leider auf Gletscher noch verloren. Wegen meiner eigenen Dummheit, leider, weil ich einen Fahrfehler gemacht habe. Ist halt ein bisschen belastend, da wäre deutlich mehr drin gewesen. Wir haben jetzt 2612 Schaden gemacht, einen Kill. Ja, hätten wir da noch mehr gemacht. Ich glaube, wir hätten das Game auch für uns entscheiden können. Wir haben jetzt halt zum Ende des Gefechts halt nicht so wirklich zu beigetragen. Das ist halt jetzt echt belastend gewesen, aber gut, muss ich auf meine Kappe nehmen. Potenziellen Sieg halt noch jetzt verschenkt, wegen meiner eigenen Dummheit, aber gut, machst du nix. Gucken wir uns das zweite Game an, Fischerbucht. Das war wahrscheinlich das Highlight der ganzen Folge. Wir haben sogar übrigens zwei Missionen erfüllt. Einmal irgendeine eklige Crit-Mission und noch eine Koalitionsmission. Das war auch sehr nice. Wir haben jetzt hier 5300 kombiniert, ne, nicht ganz, 5290 kombiniert. Ne, ich bin zu dumm zum Rechnen. 5270 kombiniert. So. 4 Kills. 3-2 selber gemacht. 2 dann Schaden. Bisschen Plus gemacht. Das, obwohl wir eigentlich so viel Premium ballern, ne? Wie gesagt, mit. Das ohne persönliche Booster, nur Clan Booster. Also es geht schon fit, was das Einkommen angeht. Und bei der ersten Runde sind wir bei Austernbucht. Ja, war okay, war jetzt nicht perfekt, aber ist halt eine 6. Runde, da ist nicht so viel AP dabei. Wir haben jetzt ja knapp 2-7 kombiniert, 5 Kills gemacht. Ich denke, aus der Lage noch einigermaßen viel rausgeholt. Leider haben wir unsere Heavys in der Heavy-Ecke leider relativ gut gespielt. Der E6 hat noch ordentlich reingefarmt, hätten, wären die ein bisschen mehr vor sich hingesiecht und wären verreckt. Und da weggestorben, da hätten wir vielleicht noch ein paar an den Heavys ein bisschen mehr schmatzen können, aber ja, shit happens, machst du nix. Noch 5 Kills rausgeholt, war halt auf der Medium-Line leider nicht mehr so viel AP übrig. Aber wir haben da noch gut reingehalten,
Ja. Wir haben noch das Beste rausgeholt. Ist halt hier 6 Mac-to-Mail-Ging so. Da sind meistens nicht so viel AP drin. Im Borat will man eigentlich auch eher ins 10er-Gefecht, am besten auf offenen Karten. Das ist halt das optimale Szenario, wenn man spotten kann. Und da kann man einfach den meisten kombinierten Schaden rausholen. Jetzt schauen wir nochmal auf die Gesamtstatistik. Wir haben 2 Siege geholt und einen verloren. Leider letzten ein bisschen weggeschmissen. Das nagt jetzt noch ein bisschen an mir, aber na gut, machst du nichts. Eigene Dummheit. Tastenverwechsel passiert im besten. Wir haben jetzt 2500 Durchschnittsschaden in den 3 Runden, 1000 Spot. Das ist immer bei 3, 5, 3, 6 kombiniert, Pi mal Daumen. Nicht ganz, dass wir für die dritte Gunmark brauchen, aber ist okay gewesen. All in all würde ich sagen, eine bessere Session. Besser als letztes Mal auf jeden Fall. Das definitiv. Gestern. Letzte Folge lief es ja nicht so gut. Dafür diese Folge wieder ein bisschen besser. Gibt halt immer ein paar Ups und Downs, so wie in diesem Format eben auch. Aber würde ich sagen, bin ich raus. Schaut gerne auf meinem Social Media Kanal vorbei, Twitch. Und vor allem auf dem Discord-Server. Ich habe einen neuen Discord-Server. Da bekommt ihr immer die Benachrichtigung, wenn ich live gehe. Oder falls ich nicht live gehe, wenn sich irgendwas ändern sollte, mache ich irgendwelche Ankündigungen oder sag euch Bescheid über den Discord-Server. Das ist einfach am einfachsten. Einfach am einfachsten. Ja. Bekommt auch immer eine Benachrichtigung, wenn YouTube-Video live geht. Ihr könnt da eure Runden teilen, ein bisschen quatschen. Ich poste da in naher Zukunft, werde ich wahrscheinlich auch, wie ich es auf meinem LAN-Discord schon früher gemacht habe, wahrscheinlich zu kommenden Updates immer mal meine Bericht erstatten. Sowas halt. Was ich von den Updates halte, werde ich wahrscheinlich irgendwann vielleicht auch Videos dazu machen. Ist jetzt aber ehrlich gesagt nicht geplant. Ich werde jetzt auch zum aktuellen Update kein Video machen. Da werde ich eher nur zu Discord meine Meinung äußern oder so. Habe ich ja auch schon gemacht. Allerdings auf dem Clan-Discord. Das ist wieder was anderes. Egal. So wie dazu, schaut auf dem Discord gerne vorbei, wenn ihr möchtet. Link ist in der Videobeschreibung. Und damit war es das für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wieder schon reingehauen. Jodel ist raus. Ciao.